und die Kuh stirbt jetzt direkt und dann jumpt ihr einfach so TNT rum. Hey Leute, ich bin Sven und willkommen zu einer weiteren Minecraft-Commentina Version 1.8 und heute habe ich mal was besonders Cooles dran, da ich auch lange echt keine Comments mehr vorgestellt habe. Es hat was mit TNT zu tun und wie das Ganze aussieht, das seht ihr auch gleich. Natürlich hier alles in Vanilla. Ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt einfach mal so eine Flatland-Map. Hier sind ziemlich viele Schleims, aber die können wir auch nachher noch wegsprengen. Und zwar gibt es 5 TNT-Items natürlich aus einem Kommentier. Ihr werdet das dann alles noch sehen und dann auch noch ein anderes Special-Item. Dazu müssen wir hier natürlich erstmal fertig drücken und dann am besten uns kurz einen Redstone-Block holen und das natürlich aktivieren, aufpassen, dass man nicht hier drin spawnt. Hier steht auch schon Powerful Weapons, Comment by IJA Minecraft und Get Items, Explanation und Destroy und wir klicken einfach mal auf Get Items. Hier haben wir jetzt ein Dorfbewohner-Eck und dann einfach einen Netherstern und hier haben wir einfach normalen. Okay, jetzt zum Beispiel in dem Fall so ein Bibliothekar, da können wir natürlich verschiedene Sachen handeln, allerdings müssen wir hier, um unsere Items zu bekommen, unsere Special TNT Items, den Netherstern hier dazugeben und das sieht auch schon mal mega cool aus hier mit den Lohnstäben, mit den 2 Eisenschwertern, die hier so übereinander liegen, mit der Falltür und hier handelt der Villager was Besonderes und zwar brauchen wir dazu auch ein bisschen Gold, das Gold nehmen wir uns mal gleich und haben wir hier dann schon Jumping, TNT und so weiter. Das kaufe ich mir jetzt alles. So, kaufe ich mir 5 von diesem hier. Rocket Box. Dann noch eine hier Lightning Block gibt es auch. Und Anti-Lightning Block. Und dann hier noch, okay, der Bogen kostet zum Beispiel ein bisschen mehr. Super Bow. Und dann hier noch A Lot of TNT. Und dann noch Leaf. Okay, jetzt haben wir uns alles gekauft. Weiter geht's nicht. Die Items gibt es hier. Haben wir uns alle geholt. Und Leaf, das ist einfach nur so ein verzaubertes Blatt Papier. Verschiedenes steht hier auch noch drauf. Das kann man da hinschmeißen. Und zack, da hat sich alles schon wieder aufgelöst. Und jetzt ist ein Bauer hier, der verschiedene Essenssorten verkauft. Falls es euch gefällt, dann könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Dann suche ich es öfter sowas raus. Wirklich coole Comments. Ich finde es eigentlich mal cool. Man hat sowas vorher noch nie in der Art gesehen. Und jetzt hier mal das Jumping TNT und ich mache das einfach mal hier hin, dann ist das ist ja hier so eine Kuh, also Kuh-Eck und die Kuh stirbt jetzt direkt und dann jumpt hier einfach so TNT rum und jetzt explodiert es noch nicht, wir können das mal ein bisschen springen lassen, da sind echt viele Schleims, mal schauen, ob das irgendwen tötet, aber ich glaube eher nicht, sobald wir beim TNT ankommen, zack, explodiert es hier, normaler Radius und wir können das irgendwo mal hier platzieren und mal schauen, ob es dann irgendwie, ja genau, gleich explodiert. Bis zum Bedrock hier natürlich unten in der Flatland Map. Und so sieht das Ganze dann hier aus. Wir können mal ein paar mehrere spawnen. Und somit springen die hier alle rum. Sounds sind ziemlich laut. Und so damit sind es einfach Kühe, die random rumspringen und sich natürlich dann, oh Gott, und das darf nicht hier unsere Maschine zersprengen. Random Tiere, Mobs, Spiele suchen und dann halt explodieren. Und da ist auch schon explodiert. Und, Alter, what the fuck, okay, fast zu unserer Maschine. Die Rocket Box, das ist auch was mega cooles, Leute. Schaut euch jetzt mal die Partikel hier an. Hier aus einem Cauldron, aus so einem Kessel, kommen jetzt krass viele Partikel. Hier so Regenpartikel, das ist Lava, was man hier sieht. Und, Leute, schaut euch das an einfach. Das sieht echt schon mal cool aus. Und hier kommt auch TNT raus. Und mal schauen, wie das gleich aussieht. Genau, das war uns auch schon. Es fliegt ganz langsam runter. Und es landet auch schon fast da bei unserer Maschine. Wir können sogar hier zweimal platzieren. Oder komm, wir machen mal 3. Das ist viele TNT, was jetzt gleich ganz langsam runterfliegt und immer schneller dann wird. Und somit haben wir wirklich eine riesige Fläche freigesprengt. Der Lightning Block, was macht der denn? Hier, wir setzen mal was hin. Das Pferd stirbt hier instant. Und Leute, Leute, schaut euch das an. Hier ist einfach so ein drehender Goldblock. Wenn man näher dran geht, dann explodiert es hier. Das hat jetzt zwar nichts mit TNT zu tun, allerdings trotzdem eine coole Sache. Hier ist so ein Goldblock, der sich in einem Glas dreht. Und das war's zum Lightningblock. Wir spawnen am besten keinen neuen, den machen wir wieder raus direkt. Und jetzt haben wir hier noch 2 Items, Super Bow und A Lot of TNT, was so ziemlich das Coolste ist. Und dann hat man hier einen ganz normalen Bogen. Okay, der Schleim wird schon mal ziemlich weggefedert. Erstmal, er verliert keine Durability. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein mal nicht treffe, ein Mob einfach, ein Tier, dann spawnen da einfach, beziehungsweise fliegen einfach ganz viele Pfeile raus, kurz hoch. Und die machen natürlich auch ein bisschen Damage. Ich kann das mal ganz viele Male machen und da ist er auch schon tot. Genau, weil so viele Pfeile einfach runterfliegen. Hoffen mal, dass das Huhn hier reinfliegt und es halt einfach instant down. Und es waren so Pfeile, die abgehen hier mit dem Super Bow. Und jetzt zum letzten A Lot of TNT. Das placen wir auch noch und dann
probiert, okay, das Schwein schon instant gekillt, hier viel TNT hergestellt und es wird immer größer und es leckt auch so ein bisschen, also in Abständen kommt es und Leute, what the fuck, explodieren dann alles auf einmal und somit kann man das ganze Dorf hier zersprengen. Ich place mal zwei jetzt, es geht schon langsamer. Aber, okay, da ist noch TNT. Nee, jetzt hat's alles weggesprengt. Wirklich mit nur einem Eck hier von der Lord of TNT fast das komplette Dorf weggesprengt. Und das ist echt schon ein heftiges Item. Und das waren so die, beziehungsweise ein cooler Comment, wo man 5 coole Items bekommen hat. Beziehungsweise halt insgesamt 6. Und das ist eine coole Sache. Falls euch das gefällt, könnt ihr natürlich gerne in der Videobeschreibung den Comment auch kopieren. Destroy World Click Design to Destroy the Machine. Und wir können die einfach mal zerstören. Und da ist er weg. Jetzt haben wir auch nicht mehr den Villager. Und können das natürlich nicht mehr herstellen. Und das war es so an sich zu diesem Video hier mit den coolen TNT Special Items. Falls es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Demnächst gibt es dann auch hoffentlich wieder andere coole Comments, die man hier so alles in der 1.8 und 1.9 herstellen kann. Und das war's zu diesem Video. Wir sehen uns ansonsten morgen im neuen Video. Haut rein und ciao.